Hiho! Willkommen zurück hier bei Baphomets Fluch, The Director's Cut oder auch bekannt unter Broken Sword. Ja, beim letzten Mal, da haben wir mit der Nico nochmal gesprochen, nachdem wir im Museum waren. Und die hat uns gesagt, ja, Irland ist eine gute Idee, können wir doch mal alleine dahin reisen. Und der George hat das in weniger als 2 Minuten gemacht und ist jetzt einfach mal spontan nach Irland gegangen. Hier haben wir schon vor dieser Bar, in der wir uns gerade befinden, mit einem jungen Mann gesprochen, der uns einiges über Pegram erzählt hat, über den Archäologen, den wir jetzt suchen. Und ja, auch ein bisschen über seine Lebensgeschichte, die irgendwie ziemlich verwirrend scheint und erstunken und erlogen ist wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Bar und haben mit diesem jungen Mann hier gesprochen, der uns ja so einiges erzählt hat über... Ja, das Schloss auch, die ganzen Gegenstände, die haben ihm soweit nichts gesagt. Fragen wir ihn jetzt mal über Pegram. Kennen Sie Dr. Pegram? Das ist dieser Archäologe, oder? Richtig. Super, mehr wollte ich gar nicht wissen. Tschüss. Na gut, fragen wir mal über diese Schloss-Ausgrabungsarbeiten. Haben Sie bei Dr. Pegrams Ausgrabung mitgearbeitet? Haha, wie kommen Sie denn auf die Idee? Kann ja sein, ne? Man weiß ja nie. Wie schmeckt übrigens das Bier? Kann ich Ihnen noch ein Bier ausgeben? Oh nein, danke. Ich sollte eigentlich gar nichts trinken. Ich muss Tabletten nehmen für meine Nerven. Mehr als ein Glas und ich kippe um. Oha. Na gut, dann würde ich sagen, war's das erstmal. Tschüss. Bis später. So, jetzt gehen wir mit dem Niesemann. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Man hat mir beigebracht, dass man Leute nicht nach dem Aussehen oder nach ihren Kleidern oder der Länge ihrer Haare beurteilen darf. Aber keiner hat was von Triefnasen gesagt. Ja, richtig, deswegen reden wir mit dem. Boah, der trinkt aber ganz schön. Hallo, guter Mann. Schluck. Was? Da haben Sie aber eine böse Erkältung. Sobald die Worte meine Lippen verlassen, tun sie mir schon tierisch leid. Gibt es eine Erkältung, die nicht böse ist? Die Frage habe ich schon Pater Mahoney gestellt. Vater, sage ich, warum wurden wir geboren, um unter Rotznasen zu leiden? Was hat er gesagt? Er sagt, das wäre meine Belohnung, weil ich mich die ganze Nacht wie ein Sünder draußen rumtreiben würde. Brüder Frömmler. Egal, das hier ist keine gewöhnliche Erkältung, das ist Heufieber. Polynosis? Danke. Sie sind nicht zufälligerweise von der Polizei, hä? Entschuldigung. Polizei? Nein, das wüsste ich. Okay, dann machen wir es mal jetzt hier zur Begrüßung. Hallo, mein Name ist George Stobbart. Wie heißen Sie? Hey, wollen Sie mir die Hand... Nein, lieber nicht. Schade. Na gut, dann fragen wir wie immer erstmal über die diverse Gegenstände ab und dann über die... Gesprächsthemen da oben, ne? Guck mal, ein Eisending. Können Sie dieses Werkzeug identifizieren? Nein. Wow, das war bis jetzt die längste Antwort, die wir hatten, als wir nach diesem Gegenstand gefragt haben. Egal, kennen Sie diesen Mann? Nein. Erkennen Sie den Mann auf dem Foto? Ohne meine Brille kann ich eh nichts erkennen. Achso, da hat er mal eine ausführlichere Antwort gegeben. Damit Sie nicht immer niesen müssen, stecken Sie sich doch eine rote Nase auf die Nase. Wie wär's? Sagt Ihnen diese rote Nase etwas? Nix. Schade. Hier übrigens, da Sie ja total verschnupft sind, ein Taschentuch. Sie könnten dieses Taschentuch gebrauchen. Sowas benutze ich nicht. Diese Dinger sind einfach nur unhygienisch. Man hat gerade das Soundsample gehört, wie er hier genießt hat, aber hat sich unten gar nicht bewegt. Naja, egal. Guck mal, ein Streichholzbriefchen. Was sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen? Nichts. Verschwinden Sie und stören Sie mich nicht dauernd. Aber es macht so viel Spaß. Gucken Sie mal einen Ausweis. Werfen Sie doch mal einen Blick auf diesen Ausweis. Darüber weiß ich absolut nichts. Schade. Na gut, dann wie sieht's denn aus mit dem Getränk? Schmeckt es Ihnen? Darf ich Ihnen ein Bier ausgeben? Nett von Ihnen, aber ich trinke das Zeug nicht, was Leary hier ausschenkt. Was ist los damit? Ich habe gesehen, was es anrichten kann. Und was richtet es an? Naja, egal. Wie sieht's aus mit dem Schloss? Können Sie mir sagen, wie ich in das Schloss hineinkomme?
schlagen Sie sich das ganz schnell aus dem Kopf, Jungchen. Lochmann Castle ist verflucht. Das hat mir auch der Junge da draußen gesagt, aber ich glaube ihm nicht. Dann sind Sie ein Dummkopf. Geister stören mich nicht. Ich will das Schloss sehen. Können Sie aber nicht. Ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber es gibt hier niemanden, der mich davon abhalten könnte, oder? Richtig. Zumindest kein Mensch. Oha, der glaubt also auch an diesen komischen Phantom. Na, befragen wir ihn mal. Haben Sie den Geist mal gesehen? Ja, doch. Mit meinen eigenen Augen. Können Sie den Geist beschreiben? Es war furchtbar. Ein schrecklich verkrüppeltes Biest. Langer Schnabel, zerzaust, schlagende Flügel. Sind Sie sicher, dass das kein Tier war? Ein Kaninchen? Ein Stinktier oder sowas? Stinktier? In Lochmann? Das möchte ich gerne mal erleben. Nein, das war einwandfrei ein Geist. Auch cool, ein Kaninchen oder Stinktier mit schlagenden Flügeln? George, ganz ehrlich, Was für Tiere hast du denn da gesehen? Wie sehen denn bei dir Kaninchen oder Stinktiere aus? Ich glaube, ich weiß, was sie auf der Burgmauer gesehen haben. Ich weiß, was ich gesehen habe. Das glaube ich nicht. Es war der kleine McQuire. Was? Er saß am letzten Dienstag nachts auf der Mauer. Er dachte, sie wären das Phantom von Lochmann. Oh. Ja, so erklärt sich das einige Tatsachen hier. Die haben sie einfach nur gegenseitig gesehen. Naja, gut. Dann, erreiche ich denn den Pegram? Kennen Sie Pegram, den Archäologen? Das ist der mickrige Typ, der am Schloss rumschnüffelt, ja? Nein, den kenne ich nicht. Okay, und was ist das jetzt da? Ein Band? Wollen Sie mit mir ein Band der Freundschaft aufbauen? Was machen Sie denn da? Das ist eine Halskette, Jungchen. Oh, klar. Aus Stahldraht. Richtig. Eine Halskette für meine Süße. Wenn mein kleiner Liebling fühlt, wie sich die Kette um den schlanken Hals legt, gehört sie mir. Mir ganz allein. Ich muss dann mal gehen. Bis dann. Das war gruselig. Na gut, da spielt jemand hier Violine. Den kann man auch nur ansprechen, nicht angucken. Na gut. Sprechen wir ihn einfach mal direkt an. Mal sehen, was er sagt. Er hört nicht zu. Achso, super. Hier sitzt jemand, der trinkt. Scheint wohl der Vater zu sein von dem Jungen da draußen oder der hier, je nachdem. Der Typ sitzt in der Ecke, als sei er dort festgewachsen. Na gut, dann. Hallo, Alemann. Ich heiße George Stobbart. Freut mich, Sie kennenzulernen. Glaube ich zumindest. Ich bin O'Brien. Kann ich Ihnen helfen? Ja, okay, dann können wir jetzt hier auch wieder fragen. Wir machen wir mal aus Höflichkeit, ne? Die Begrüßung zuerst. Hallöchen. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihre Hand zu schütteln, Mr. O'Brien. Oh nein, das werden Sie nicht. Warum? Ich fand das jetzt eigentlich einen guten Start. Es ist meine Ehre, Ihre Hand zu schütteln. Also, na gut, dann fallen die wohl darauf nicht rein. Wie sieht's denn aus mit Kanaldeckel? Möchten Sie gerne mal welche öffnen? Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Ich würde mal sagen, dass man damit Kanaldeckel aufhebelt. Oh, das ist korrekt, aber George sagt dazu nichts weiter. Na gut, kennen Sie den Mann auf dem Foto da? Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, den habe ich noch nie gesehen. Ich finde es so schade, dass keiner sagt, na klar, das ist Ihr Nacken. Das wäre total cool irgendwie. Naja, egal. Mögen Sie rote Nasen? Fällt Ihnen zu dieser roten Nase etwas ein? Nein, eigentlich nicht. Schade. Taschentuch gefällig? Was sagen Sie zu diesem Taschentuch? Ich würde sagen, das eklige Zeugs da drauf ist Theaterschminke. Krass, woher weiß der das? Und George ist total egal, ne? Ist ja normal, dass das jeder Mensch das sofort erkennt, ne? Genauso wie über diesem Streichholzbriefchen. Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Vom Muster her, Mittlerer Osten, würde ich sagen. Na gut, und gucken Sie mal hier die Karte. Was können Sie mir über diesen Ausweis sagen? Grüber Electronic. Nie von gehört. Schade. Na gut. Dann fragen wir mal, ob er den Mann da kennt, diesen Jungen hier, der so nervös hin und her schaut. Kennen Sie Sean Fitzgerald? Ja, doch. Was wollen Sie von ihm? Ich möchte mit ihm über seine Arbeit bei der Ausgrabung sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Sean Fitzgerald bei einer Ausgrabung anstellen würde. Der kann doch ein Loch im Pfosten nicht von seinem Ellbogen unterscheiden.
Okay. Ich frage mich, wie George darauf kommt, dass der bei der Ausgrabung mit beteiligt war. Stand das da drin in der Zeitung? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Na gut, was können Sie mir über das Phantom in der Burg, im Schloss da sagen? Haben Sie von dem Phantom gehört? Nicht nur gehört, gesehen. Und das kann ich Ihnen sagen, es war ein schauriger Anblick. Es ist also nicht nur eine Legende aus dieser Gegend. Es gibt wirklich ein Phantom von Loch Marne. Oh nein, ich habe über das Phantom der Oper gesprochen. Oh, auch nicht schlecht. Die Templer, können Sie da irgendwie uns ein bisschen Auskunft geben? Haben Sie jemals von den Tempelrittern gehört? Aber natürlich, eine wirklich bemerkenswerte Institution. Wussten Sie, dass Sie die Erfinder des Kreditwesens sind? Ihr Finanzimperium erstreckte sich vom Atlantik bis zum Kaspischen Meer. Weil Sie Stützpunkte in so vielen Ländern hatten, mussten Sie neue Methoden für Steuertransfers etablieren. Also waren die Tempelritter nur ein paar Banker? Verstehe ich nicht. Wollen Sie damit sagen, dass diese Tempeljungs die Bankgebühren erfunden haben? Könnte man auf gewisse Weise wohl so ausdrücken. Das war eine echte Gemeinheit. Warum hat sie keiner aufgehalten? Oh ja, sie wurden verhaftet und eine Menge von ihnen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Sehr gut. Haben sie auch verdient, wenn sie genauso sind wie mein Bankmensch. Oh Mann, okay. Können Sie uns noch irgendwas über das Schloss berichten? Was können Sie mir über das Schloss sagen, Mr. O'Brien? Sieht gut aus, nicht? Geht zurück bis ins 10. Jahrhundert, wissen Sie? Die meisten Gebäude wurden natürlich erst viel später dazugebaut. Sind die Ruinen für die Öffentlichkeit zugänglich? Oh nein, das wäre viel zu gefährlich. Außerdem gibt es da oben nichts mehr, was interessant wäre. Okay, schade. Wir fragen trotzdem mal weiter über das Schloss. Wie komme ich rein in das Schloss? Diese Mauern wurden speziell dafür gebaut, Leute daran zu hindern, ins Schloss zu gelangen, Mr. Stobbart. Aber ich würde sagen, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Na gut, können Sie uns vielleicht eventuell etwas über ein Dreibein verraten? Können Sie mir was über das Dreibein erzählen, das man oben im Schloss gefunden hat? Darum haben sich schon eine Menge Leute geprügelt. Wurde von einem Engländer mit archäologischen Ambitionen ausgebuddelt. Wer war dieser Engländer? Professor Pegram, derselbe Mann, der den Edelstein ausgegraben hat. Na okay, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Wo ist denn dieser Pegram gerade? Wissen Sie, wo ich Professor Pegram finde? Da kommen Sie ein bisschen zu spät, wenn Sie ihn treffen wollen. Ist er tot? Das nicht, aber er ist nicht mehr im Dorf. Ein Wunderpunkt bei unserem hochverehrten Gastgeber möchte ich noch hinzufügen. Okay. Was ist das denn jetzt? Na egal. Was denn passiert mit Pegram? Wissen Sie, wohin Pegram gegangen ist? Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat in der Dunkelheit den Anker gelichtet und ist vor dem Morgengrauen ausgelaufen. Und warum? Wer weiß, ein schlechtes Gewissen, ein geheimer Auftrag? Egal warum, hier in Loch Marne wird ihn keiner vermissen. Vielleicht können wir jetzt, nachdem sich die ganze Aufregung über den Edelstein gelegt hat, endlich wieder zu normalem Leben zurückkehren. Ja, der ist wahrscheinlich geflohen, also der weiß wahrscheinlich, dass er gesucht wird. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Fragen wir mal nochmal über den Edelstein. Was können Sie mir über den Edelstein sagen, den Pegram gefunden hat? Also das ist ein Edelstein, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Ein Mann muss von Gier zerfressen sein, um den Stein zu entwenden. Warum sind Sie an dem Edelstein interessiert? Sie sind doch wohl kein Reporter, oder? Nee, ich bin nicht Nico Kula. Na, wir nehmen mal ein. Oh nein. Dem Himmel sei Dank dafür. Jetzt fragen wir mal über diesen Mann da. Achso, das ist der an der Theke. Ja, der Mann an der Theke. Wie finden Sie den? Warum hat sich der Vermieter so über Pegrams Abreise aufgeregt? Er hat einen zahlenden Gast verloren, darum. Und was noch schlimmer ist, da steht immer noch die Sache mit der unbezahlten Rechnung im Raum. Michael sieht rot, wenn die Sprache darauf kommt und ich kann es ihm noch nicht mal verübeln. Okay, was hat er einfach bestellt und nicht bezahlt oder wie? Können Sie mir mehr über den Vermieter erzählen? McLeary. Er ist das, was man einen Mann von Welt nennt. Das Problem ist, dass seine Welt beim Toilettenpapier endet. Habe ich nie verstanden, warum er das macht. Ist doch viel zu dunkel da drin, um zu lesen. Das ist wahr. Hast du jemals mit der Hand die Innenseite von der Tür befühlt? Das Graffiti ist in Blindenschrift geschrieben. Was? Ein Graffiti in Blindenschrift? Cool. Oh Mann, das ist ja witzig. Naja, egal. Dann danke schön. Also dann bis später. So, dann haben wir noch den hier, den netten Mann. Sein Kuhgesicht zeigt den leeren Ausdruck, der deutlich besagt, keiner zu Hause. Okay, dann reden wir mit dem. Hi, ich heiße Stobbart, George Stobbart.
Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? Also zuerst möchte ich Ihnen mal die Hand schütteln. Darf ich Ihre Hand schütteln? Nein, dürfen Sie nicht. Wieso? Weil ich sonst mein Bier verschütte. Na gut. Wie immer dasselbe Schema hier, ne? Gucken Sie mal, Kanaldeckel. Was sagt Ihnen dieses Werkzeug? Und damit macht man Kanaldeckel auf. Ja, und wieder interessiert ist George nicht. Was halten Sie von meiner Frisur? Hinten ausrasiert. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Sieht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? Das war jetzt nicht sehr aufschlussreich. Gucken Sie mal, ein roter Ball. Was sagt Ihnen diese falsche Nase? Ah ja, Sie sind ein Clown. Nicht wirklich, aber gucken Sie mal, hier Schminke. Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Nein, Chef. Schade, wie sieht's denn mit dem Streichholzbriefchen aus? Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein. Super, wie sieht's mit dem Ausweis aus? Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Tja. Nein. Schade. Gut, dann fragen wir halt direkt mal. Kennen Sie Pegram? Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Nee. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich? Nee. So gut kenne ich ihn nun auch nicht. Naja, er hat irgendwas ausgegraben. Und wir wollen gerne wissen, ob wir das sehen können oder ob wir mit ihm sprechen können. Auf jeden Fall ausgraben. Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien. Möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburger-Verpackungen und Kondome mit Geschmack. Das kann passieren, ne? Na gut, wissen Sie vielleicht noch etwas über Ausgrabungen, die da stattgefunden haben? Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich hab's selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Hab ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Ich glaube, er meint inkompetent. Bei Inkontinenz ist es was anderes. Ja. Ich lasse es mal im Raum stehen, aber ich glaube eher, der gute Pegram meinte inkompetent. Denn, Inkontinent, dann sollte der mal ganz schnell die Toilette aufsuchen hier in der Bar. Na gut, was ist denn hier mit dem Typen? Ich glaube immer noch, der arbeitet da mit in der Ausgrabung. Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung. Gut, dann kann ich Ihnen ein Bier ausgeben. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort. Na gut, dann fragen wir nochmal. Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich's mir genau überlege, dann war's auch erst letzte Woche. Oh ja, und ob Fitzgerald da war. Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. Das hat er uns ja gar nicht gesagt. Na gut, dann sprechen wir gleich nochmal darauf an. Was können Sie uns noch über das Schloss sagen? Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nichts was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie denn einer von den Geschichtstypen da? Sind wir einer von den Geschichtstypen? Ja, ich bin Geschichtstyp. Genau. Professor Stobbart, Miskatonic University.
Sie sind Archäologe und fragen uns wegen dem Schloss? Entschuldigung, Mr. O'Brien, der Gentleman hat mit mir geredet. Wieso sind Sie nicht mit den anderen weggegangen? Ich wusste gar nicht, dass Sie weggegangen sind. Aber klar doch, haben Schaufel und Spaten eingepackt und sind verschwunden. Ich habe anscheinend die ganze Action verpasst. Was für Action? Ja, naja gut, dann bis dann. Dann mal tschüss. So, reden wir nochmal mit ihm hier. Denn er war nämlich da und mal sehen, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Mr. Fitzgerald? Doyle sagte mir, dass Sie definitiv bei der Ausgrabung mitgearbeitet haben. Er hat Sie dort gesehen, Sie können es also ruhig zugeben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit? Ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein. Wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Okay, ja, dann kommt so doch auch alles raus. Na, mal sehen, was er noch so über Pegram weiß. Und ich finde lustig, dass der George immer sagt, yeah, anstatt, oh ja, oder ja, sagt er immer, yeah. Ist voll cool und so, ne? Er ist voll in. Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht, wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen. Ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Okay, welches Päckchen? Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Oh Mann, der George war gerade hinter dem Mann da, der an der Theke sitzt und hinter dem Tisch. Ganz cool hat er das gemacht. Er ist nämlich das Phantom, ne? Des Schlosses. Aber naja, zum Glück. Zurück zum Paket. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris, Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Der Mann aus Paris, okay. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire! Komm wieder, wenn du alt genug bist. Was brabbelt der Junge da? Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier! Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Oha, was denn da jetzt passiert? Der hat jetzt irgendwie gelitten. Ich bin auf diesen Typ namens Sean Fitzgerald getroffen. Er war verdammt nervös. Pegram hat ihm ein Päckchen gegeben und ihn beauftragt, es einem gewissen Jacques Marquet zu geben. Okay, aber ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Wird ja richtig spannend hier. Und ich speichere mal wieder hier voll im Screen mit ab, damit ihr das seht, dass ich hier nichts Unüberlegtes mache. Ich speichere nochmal unter der 4 ab. Ich habe ja daraus gelernt. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir ja mal nach draußen gucken und schauen, ob der Fitzgerald wirklich überfahren wurde, ne? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.